Yo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Teil von Wie verdiene ich schnell Münzen in FIFA 14. Der ein oder andere wird sich die Frage jetzt eigentlich schon gestellt haben, was kann ich machen, um gleich am Anfang von FIFA 14 viel Geld zu haben, um mir dann meine Lieblingsspieler zu kaufen und was weiß ich, ein Lieblingsteam zu bauen. Das ist natürlich hier eine sehr gute Frage und die werde ich euch heute beantworten. Also ein paar Tipps und Tricks werde ich euch heute geben. Und wenn euch die Episoden dann auch gefallen und wenn euch dieses Video überhaupt gefällt, dann lasst es mich wissen und dann kann ich auch mehr darauf eingehen und werde dann wahrscheinlich auch mehrere Teile davon bringen, weil es wirklich sehr, sehr viele Tipps gibt, die man wirklich schon mal beachten sollte und die auch wirklich helfen. Ich fange heute mal an mit dem Einstieg, ungefähr, kann man das so sagen, mit dem Einstieg. Wie macht man am Anfang Geld? Und das kann ich euch natürlich jetzt hier kurz erklären. Also, ihr wisst ja selber, dass ungefähr noch ein Monat Zeit ist, bevor dann FIFA 14 dann rauskommt, das Spiel. Aber in jedem FIFA-Teil war das bis jetzt so, dass die Web-App ein bis zwei Wochen vorher rauskommt. Das heißt, da kann man dann schon mal traden. Okay, man kann sich natürlich auch das Season-Ticket kaufen, wo man dann 20% auf Packs bekommt oder so und natürlich auch dann gleich am Anfang, also zwei Wochen vorher oder so, spielen kann FIFA. Das kann man natürlich machen, aber wenn man halt kein Geld ausgeben möchte und nur die Web-App nutzen möchte am Anfang, dann ist es natürlich wichtig, solche, Tipps und Tricks dann mal zu wissen, ein bisschen anzuwenden und da fangen wir dann auch gleich an. Ja, wenn ihr in FIFA 14 und FIFA 13 halt so einen Account hattet, einen FIFA-Account, einen ganz normalen Ultimate-Team-Account, dann ist das natürlich gut und zum Vorteil, weil ihr Treue-Packs erhaltet. Ihr bekommt Treue-Packs, das sind irgendwie 2 bis 3 Packs, wo dann natürlich auch Goldspieler drin sind und sogar auch Trainingskarten, was weiß ich, die man natürlich auch gebrauchen kann. Und ich sag mal gleich, ich werde das jetzt hier gleich kurz unterscheiden, welche Sachen man verkaufen sollte und welche man auf jeden Fall behalten soll. Ja, dann fangen wir auch mal an. Also wenn ihr zum Beispiel so Spieler habt wie Marco Reus oder so, wenn ihr die gleich sofort zieht in einem Pack, wenn ihr der Meinung seid, dass die richtig gut sind, zum Beispiel auch Mkhitaryan von Dortmund oder so, oder Alaba oder was weiß ich, wenn ihr einfach einen guten Spieler zieht, verkauft ihn noch nicht. Verkauft ihn wirklich noch nicht, wartet 3 Wochen ungefähr, wenn das Spiel dann halt draußen ist, so in der ersten Woche oder so, dann wird Alaba, zum Beispiel, wir machen jetzt Alaba, wird er auf jeden Fall noch steigen. Es war am Anfang von FIFA 13 so, dass Reus vor, als es nur die Web-App gab, da hat er nur 15.000 gekostet, ne? 15.000 und dann irgendwie 3 Wochen später ist sein Marktwert auf 40.000 Coins gestiegen. Das war auf der PS3, wird wahrscheinlich dann auch auf der Xbox sein und auf dem PC ist es sowieso leicht zu traden, aber das wisst ihr ja selber. Also ist das eine sehr, sehr gute Methode, wenn ihr halt gleich am Anfang so gute Spieler in euren Treue-Packs zieht, dann ist es zum Vorteil, wenn ihr die erstmal im Verein speichert. Wie bekommt man diese Treue-Packs? Also ihr müsst, glaube ich, vor Juni oder so einen Ultimate-Team-Account erstellt haben und dann, habt ihr zu 100% solche Packs und da kann euch dann eigentlich auch nichts mehr passieren. Was gibt es denn noch, was man hier beachten sollte? Ja, zum Beispiel so jetzt diese neuen Karten, wo man dann sein Pace und so aufwerten kann oder halt Vertragskarten. Das zählt alles dazu. Vertragskarten, Fitnesskarten, die werden am Anfang eigentlich recht günstig sein. Und wer jetzt schon zum Beispiel so richtig gutes Kapital hat, sollte dann natürlich auch in solche Spieler investieren, Reus, Alaba und so. Gleich bevor das Spiel noch rauskommt, überhaupt alle so kaufen und dann verkauft er sie dann nach 3-4 Wochen und hat dann richtig viel Geld. Dann kann man sogar auch über 1 Million Coins haben. Nur nach ungefähr einem Monat, das ist echt schon krank. Und diese Vertragskarten und Trainingskarten und was weiß ich, sollte man meiner Meinung nach auch noch behalten, weil es kann ja noch keiner spielen. Wer braucht denn Vertragskarten? Das heißt, die werden auf jeden Fall auch steigen. Und das ist natürlich auch eine Methode, die man anwenden kann, Fitnesskarten zu kaufen und dann warten, so 4 Wochen wieder,
und dann sind sie wirklich um einiges teurer und ja, also behaltet die, das ist auf jeden Fall wichtig und besser. Und das sollte eigentlich auch hier schon zum ersten Teil sein. Es werden immer neue Episoden kommen, da werde ich euch immer mehr Tricks erklären und so. Gestern gab es ja die Akinfenwa Road to Glory, die ja, ja ein bisschen verplant war von mir, ein bisschen komisch kommentiert, aber ich denke mir mal, das stört euch nicht. Das ist eher lustig für euch und deswegen, ja, wollte ich mich da nochmal entschuldigen. Habe jetzt gleich ein Fußballspiel. Und deswegen weiß ich nicht, ob heute Abend dann noch Pink Slips kommt. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich kann euch nichts versprechen. Und wenn ihr noch Fragen habt an mich jetzt hier, dann schießt, schreibt es in die Kommentare, schießt los damit. Und ich werde versuchen, ja, die Fragen dann zu beantworten im nächsten Video, wenn es euch natürlich gefällt. Und ja, wenn ihr mehr sehen möchtet, dann lasst auf diesem Video schon einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Soll jetzt nicht irgendwie like-geil klingen oder so. Ich will euch natürlich helfen am Anfang von FIFA 14. Das ist jetzt hier der erste kleine Trick. Natürlich werden noch Trading-Methoden kommen und so, wenn ihr es sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute geht es dann auch los mit Bundesliga in gut einer Stunde. Okay, jetzt wisst ihr auch, wann ich aufgenommen habe. Und ja, ich kann es leider nicht gucken. Aber was soll's. Mal gucken. Wir hoffen natürlich auf gute Spiele. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Trading-Methoden oder wie man halt in FIFA 14 gut aussieht mit seinem Münzenkapital. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Hansa-Fan 966.